Die Entstehung dieses Buches ist natürlich aus dem Grundlagenwerk heraus als Fragestellung an mich herangetragen worden. Einmal über die Mütter selbst, die in meiner Praxis sind. Über Menschen von außen. Könntest du nicht auch mal gezielt ein Schüsslersalze-Buch für die Kinder schreiben? Das habe ich sehr gerne getan, weil mir die Kinder am Herzen liegen, weil die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen und wir mögen sie möglichst gut begleiten. Und die Eltern sind immer bemüht, für ihre Kinder möglichst nebenwirkungsfreie Mittel zu finden. Und da bieten sich natürlich die Schüsslersalze sehr gut an, weil wir damit einmal das Immunsystem stärken können, kurmäßig, indem wir Schüsslersalz Nummer 3, Nummer 5, Nummer 7 zum Beispiel einsetzen. Wir können aber auch sagen, wir begleiten mit Hilfe der Schüsslersalze unsere Kinder durch die Fieberstadien, wenn sie verschiedene Fieberkurven zum Beispiel aufweisen. Fieber bis 38,5 wäre Schüsslersalz Nummer 3, Ferrum Phosphoricum. Über 38,5 hätten wir einen Mittelwechsel zu Schüsslersalz Nummer 5, Kaliumphosphoricum und als Zwischenmittel Natriumchloratum. So können wir für die Kinder sehr gut situativ helfen im Akutfall. Wir können aber auch das Chronische angehen. Und gerade da haben ja die Schüsslersalze den größten Wirkreis und die größte Einsatzchance zum Wohle der Kinder. Und in diesem Kinderbuch habe ich über 200 Krankheiten auch beschrieben, von der Allergie über ADHS, über die Bronchitis, über den Schnupfen, über die Mittelohrentzündungen, aber auch die gesamten Kinderkrankheiten und immer beleuchtet, wie setze ich die Schüsslersalze ein, wie viele kommen zum Einsatz und welche wann. Aber auch darüber hinaus die Botschaft, dass es Sinn macht, die Kinder durch ihre Krankheiten zu begleiten, vor allen Dingen durch Kinderkrankheiten, weil alle Kinderkrankheiten bringen Entwicklungsschübe für die Kinder. Und wir wollen ihnen ja diese Gestaltung und diese Entwicklung lassen. Wir wollen sie begleiten. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Möglichst gut begleiten, damit sie ihre Entwicklungsschritte gehen können. So weiß man zum Beispiel, dass das Immunsystem eines Kindes ja mit der Prägung der Geburt beginnt. Durch den Scheidenkanal der Mutter werden die ersten Bakterien sozusagen dem Kind geboten und die Innenbesiedelung, nämlich über die Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes, wird jetzt gesetzt. Und ein Immunsystem dauert circa 14 Jahre eines Kindes bis in die Pubertät hinein, bis es komplett ausgebildet ist. Also dazu braucht es einfach ganz viele Informationen, ganz viele Kontakte im Umfeld, um ein gutes Immunsystem auszubilden. Und wer für sich das mal verstanden hat, der weiß, wie wertvoll die Schüsslersalze sind, um in diese ganzen Phasen hinein einfach begleitend, ordnend, korrigierend und unterstützend einzugreifen.